Ausgerechnet ein ehemaliger Kassler entrollte das Symbol des Frankfurter Triumphs über die alten Rivalen. Stefan Kreuzmann, vor kurzem selber noch ein Husky, nun strahlender Derby-Sieger. Die Löwen revanchierten sich für die knappe 2:3 Hinspielniederlage im Penalty-Schießen 2 Wochen zuvor, bei der Stefan Kreuzmann 3 Tage vor seinem offiziellen Wechsel noch gefehlt hatte. Nun durfte er auf der Gegenseite vor fast 7000 Zuschauern Derby-Luft schnuppern. Ja, ich hab's ja eigentlich nur hier mitgemacht, also... bei dem anderen saß ich zu Hause auf der Couch. Ist natürlich Wahnsinn, Riesenatmosphäre und natürlich auch viele Leute von Kassel mitgekommen, war überragende Stimmung, hat riesig Spaß gemacht heute zu spielen. In einem hitzigen und unterhaltsamen Spiel, Frankfurt zu Beginn druckvoller, Kassel in Unterzahl aber mit dem glücklicheren Start. Das 0:1 durch Brad Snetzinger nach 8 Minuten. Doch das ließen die Löwen nicht lange auf sich sitzen. Der Slowake Branislav Pohanka mit einem tollen Sololauf und dem verdienten Ausgleich in der 16. Minute. Frankfurt nach dem 1:1 weiterhin mit Oberwasser, aber auch mit ausgelassenen Torchancen. Im zweiten Drittel dann aber die 28. Minute. Wieder ein Solo, diesmal von Roland Meyer, und die Frankfurter Führung. Und gerade mal 90 Sekunden später ein Konter von Michael Schmerder. Wieder ist Branislav Pohanka zur Stelle, das 3:1. War ein super Spiel, denke ich, von beiden Seiten. War ein sehr intensives Spiel und ist natürlich super, dass die 3 Punkte hier geblieben sind am Ende. Und freue mich wahnsinnig. Und ich denke, unsere Mannschaft hat ein überragendes Spiel gemacht. Und glaube, dass wir am Ende vom zweiten Drittel nochmal selber ein klein bisschen spannend gemacht haben. Wenn wir früher noch ein Tor geschossen hätten, wäre die Sache vielleicht vorher schon entschieden gewesen. So aber kamen die Kasseler nochmal heran, ausgerechnet durch einen ehemaligen Frankfurter und Bad Nauheimer. Tobias Schwab mit dem Drehschuss und dem abgefälschten Anschlusstreffer 3 Minuten vor der zweiten Drittelpause. Nur noch 3:2. Im Schlussdrittel setzte Husky-Trainer Ulrich Egen dann alles auf eine Karte und nahm seinen Torwart raus. Kassel drängte kurz vor Spielende auf den Ausgleich, stattdessen aber Patrick Schmidt fast noch mit dem Empty-Netter. So aber blieb es beim 3:2. Die Löwen gegen die großen Konkurrenten Kassel und Bad Nauheim nun schon mit 3 Spielen und insgesamt 2 Siegen. In Sachen Aufstieg bleibt der Tabellenführer der Oberliga West trotzdem zurückhaltend. Ja, es ist immer schwer, jetzt schon über einen Aufstieg zu reden. Ich denke, wir spielen jetzt die Runde erstmal zu Ende, probieren jetzt, wie gesagt, jedes Spiel noch zu gewinnen. Wir haben es in der eigenen Hand, können die Oberliga-Westmeisterschaft holen und danach gehen wir einfach Schritt für Schritt weiter. Aber ich denke, wir haben eine super Mannschaft und sind auf einem sehr guten Weg. Dieser Weg führt die Löwen nun erstmal nicht in die Ferne. Nur 1 Spiel diese Woche, und zwar zu Hause. Am Freitag gegen den Tabellenzehnten aus Ratingen. Dann dürfte das Ergebnis wieder deutlicher ausfallen.